Das wird John bestimmt gefallen. Shouldn't we have brought some wooden stakes with us? Or at least garlic? Yeah. Ja, vielleicht sicherer gewesen. The flowers are still fresh. Nur für den Fall, dass es wirklich Vampire sind. This is a somewhat neglected and dusty hat. The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. Yeah. Hmm, we're dealing with a very immoderate bloodsucker here. Welches Grab ist offen? Das hier. Looks like a set of surgical instruments. One is missing. The label is illegible. Ich wollte gerade sagen, ich kann es kaum lesen. Gucken wir gleich mal, was drin ist. Zerknüllte Nachricht. Wir haben keine frischen Leichen mehr, die unsere Studenten sezieren könnten. Sie wissen, was zu tun ist. Professor Shelley. Ah, deshalb war der Professor, also der, was war das? Ein Assistent? Professorenassistent? Assistenzprofessor. Deshalb war der also da. Die brauchten einfach mal eine neue Leiche. Vielleicht war der Bruder einfach nur auf dem Weg zum Grab seiner Schwester und dann hat er erlebt, wie die da sich an ihrem Grab zu schaffen machen. Okay. Wo ist Mia da hinten? Nicely roasted. Ah, da wird wohl der Joe gesessen haben. I wonder how even the most destitute always somehow managed to scrape together enough for a drink. Psilocybin mushrooms. These are powerful hallucinogens. Wieso sind die so silber? This must be the vagrant shelter. Quite homely, if you don't mind sleeping next to the corpses. Ich meine, der hat jetzt auch nicht so viel mitbekommen, außer dass der Reporter da Bilder gemacht hat. Hm. Ja, ich muss aber noch mehr sein. Hier. An expensive hat with a few gray hairs stuck to the brim. Someone tore their trousers here. Okay. Schaufel. The blade is bent from the impact. Hat wohl jemand auf den Kopf gehauen. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Und wie genau, aber also waren dann da überhaupt irgendwelche Einstiche am Hals jetzt oder nicht? Wenn der eine ist ja angeblich wegen einer Verletzung an der Halsschlagader dann gestorben. Also eins. Denn die zwei? Die fehlt mir irgendwie noch. Da ist die vier. Da war die zwei hier. Ach, da war die zwei. Zwei, drei, vier.
Nee. Ich hab schon wieder irgendwas übersehen. Es ist doch unglaublich. Ach so, nein, ich muss bestimmt einfach nur die Flüssigkeit analysieren, natürlich. Wieder fast vergessen. Nicht ganz sicher. Minus 4. Und dann haben wir da 4 grüne. Es ist tatsächlich meistens am einfachsten, alle einzeln zu nehmen. Irgendwie gefühlt. So zum Beispiel. Und dann einmal hier Schluss machen, dann umkehren. Hier machen wir Minus, kehren es dann um. Da haben wir schon mal die ersten beiden Elemente und dann noch Minus 2. Da könnten wir komm, das einmal teilen und dann auch hier umswitchen. So. Das ist eigentlich immer am einfachsten. Es handelt sich bei der Flüssigkeit um Formalin, das zur Einbalsamierung von Leichen verwendet wird. Okay. Mal kurz gucken, wie das jetzt hier war. Ja, ach, den Reporter. Ist ja irgendwie den Aussagen, hier kann man nicht allzu viel Vertrauen schenken. Stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf, Verletzung in Form von 2 Punkten am Hals. Keine Ahnung, wie die 2 Punkte gemacht wurden. Leichte Schnittverletzung am Bein, stumpfe Gewaltanwirkung am Kopf. Vielleicht ist das auch nur dazu gedichtet mit den 2 Punkten am Hals. Das Abendessen, das war gebunden. Ja, ich glaube, wir können das schon ausschließen, dass es was Übernatürliches war. Schmutzigen Hut unweit eines blutverschmierten Steins und einer Blutlache. Ja. Also wahrscheinlich haben die sich halt beide ihren Kopf da aufgeschlagen. Ich weiß halt nicht, hat jetzt der Verdächtige, der Bruder, hat er die beiden dann verfolgt? Wir gucken einfach mal. So. Ist da hinten irgendwas Interessantes? Ne, da ist nur er. Mal guckt. So. Was? Ja. Ein Professor gewesen sein. Ach so. Oder der Vagabund hat sich... Ach, damit wurden die Einstiche gemacht. Ja, was weiß ich denn, wer die Einstiche gemacht hat. Okay.
Okay, also gut, der Professor... Ist das jetzt der Professor oder der Reporter? Ich habe keine Ahnung. Aber der wird sich ja dann nicht das entsprechende Instrument genommen haben. So. Ja. Also das ist der Totengräber, ne? Da vorne. Nein. Definitiv nein. Auch nein. Sondern das. Das ist dann der Assistenzprofessor. Ganz offensichtlich. Wer von denen hat denn eine Brille? War bestimmt der Reporter, der da die Dinger gemacht hat. Aber wie sieht der Reporter aus? Wie sieht er aus? Wie sieht der Reporter aus? Das könnte er sein. Das nicht. Und ich glaube, das ist der Das könnte der Reporter gewesen sein. Der hat es garantiert gemacht. Damit das Ganze ein bisschen skandalöser wirkt. Nein. Nein. Ja. Ich denke jetzt mal, dass das der Reporter ist. Nein. Vagabund, nein. Reporter? Nee, das muss... Ich denke, das ist schon er gewesen. Als er gesehen hat, dass die sich da zu schaffen gemacht haben. Ja. Nein. Okay. Es geht also nur um die Einstiche. Mit den Blumen. Hat die beiden da gesehen, hat sich die Schaufel genommen. So. The brother of the deceased became furious when he caught the anatomist exhuming his sister's body. He killed him with a shovel. The graveyard keeper took to his heels, but didn't get far. He fell, hitting his head on a stone, which rendered him unconscious. Okay. With the murderer gone, the reporter who was hiding punctured the neck of the first victim to imitate a bite. But when he did the same to the second victim, he killed an unconscious man. Ach. So we have two murders and two murderers, but alles no vampires. Klar. Vampires are not so scary when you have grave robbers and journalists running dumm. Around. Wie dumm einfach. Okay. Ah. Das ist schön. Richtig schön dumm. Gut, zurück zur Polizei. So, mein Freund. Nächster Fall gelöst.
Constable Stark, do you believe in vampires? Hey? What do vampires have to do with anything? Oh, that's exactly what I thought while looking into the murders at the cemetery. The primary suspect is indeed the murderer, but he's not the only one. The reporter, who so easily fooled everyone with his vampire stories, killed the other victim. But why would he do that? He believed the unconscious man to be dead and decided to concoct a thrilling story for his readers. Oh, thank you, Mr. Holmes. I'll have the conniving little scrub taken in immediately. There's only one case left. Oh. Don't let me stop you. Eine noch? Okay. Dann haben wir auch die ganzen Polizeifälle durch. Der Sündenbock. Waldruine, aha. Nee, ich wollte einmal reingucken. Bericht Nummer 1813. Vier Personen wurden wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und sittenwidrigen Verhaltens festgenommen. Es handelt sich dabei um drei in Roben gekleidete Frauen mit Tiermasken und einen Priester. Oh, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Die Verdächtigen werden beschuldigt, einen Ziegenbock gestohlen und in der Waldruine westlich des Friedhofs auf brutale Weise geschlachtet zu haben. Das haben wir nämlich, glaube ich, schon gesehen, als wir den Elefanten gesucht haben. Für eine solch grausame Tat ist eine entsprechende strafrechtliche Verfolgung aller Beteiligten unabdingbar. Der Bestohlene bat zudem um die Identifizierung genau der Person, die seinen Ziegenbock gestohlen hatte. Die Aussagen aller Beteiligten sowie des Bestohlenen liegen der Akte bei. Vier Personen wurden festgenommen. Drei in Roben gekleidete Frauen und ein Priester. Die Aussage des Bestohlenen. Oh nein, Wolli! Wolli war der beste Ziegenbock, den ich je hatte. Es sorgte für viel Nachwuchs und hatte ein ruhiges Gemüt, außer wenn er etwas Rotes sah, dann stürmte er wie wild darauf zu. Ich war im Haus, als er gestohlen wurde. Ich bemerkte den Diebstahl, aber als ich aus dem Haus lief, war der Dieb mit dem Ziegenbock schon fort. Ich konnte lediglich aus der Ferne erkennen, dass der Dieb eine Maske trug. Ich muss wissen, wer es war. Bitte setzen Sie Mr. Placido auf die Sache an. Er verhaftete einst meinen Nachbarn für das Organisieren von Glücksspielen und kam ihm auf die Spur, indem er einfach nur seine Kleidung in Augenschein nahm. Ich bin mir sicher, er kann den Dieb im Handumdrehen identifizieren. Mr. Placido? Aussage des Priesters. Der Priester steht noch unter Alkoholeinfluss. Ich ging zu der Ruine, um diese verlorenen Seelen zu retten und ihr fürchterliches Ritual zu beenden. Ich versteckte mich im Gebüsch und beobachtete sie beim Tanzen, natürlich nur um Mut zu fassen. Eine Ziege sah ich allerdings nicht. Okay. Dann stolperte eine der Frauen, woraufhin ich wohl ein überraschtes Geräusch von mir gab und entdeckt wurde. Diejenige der Frauen, die gestolpert war, fesselte mich und die Frau mit der Löwenmaske zwang mich, Wein zu trinken. Ich weiß nicht, wo zu dem Zeitpunkt die dritte Frau war, aber als die zwei Frauen endlich von mir abließen, war plötzlich der Ziegenbock da. Hm. Aussage der Frau in grüner Ochsenmaske. Die Frau in grüner Ochsenmaske humpelt. Selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich den Ziegenbock nicht stehlen können, da ich mir beim Tanzen den Knöchel verstaucht habe. Der Priester war es, der uns den Ziegenbock brachte. Er mag zwar das Unschuldslamm mimen, aber ihm ging es eindeutig darum, einen Grund zu haben, an unseren Bacchanalien teilnehmen zu dürfen. Aussage der Frau in roter Löwenmaske. Die Frau in roter Löwenmaske hat seitlich einen großen Bluterguss. Wegen dem Ziegenbock ist mir eine Amphore mit sehr teurem Wein zerbrochen. Bestimmt hatte er Tollwut. Der Vogel hätte besser einen anderen Bock gestohlen und nicht dieses verrückte Tier. Mir reicht es jetzt jedenfalls. Das war das letzte Mal, dass ich an solch einem Ritual teilgenommen habe. Ich habe schon drei Liebhaber. Das ist mehr als genug. Aussage der Frau in schwarzer Vogelmaske. Wir kamen zusammen, um ein Ritual durchzuführen, das uns für Männer unwiderstehlich machen sollte. Als wir tanzten, bemerkten wir, dass uns jemand im Gebüsch beobachtete. Es war der Priester. Ich forderte die anderen auf, ihn betrunken zu machen, da es eine Beleidigung für den Gott des Rausches gewesen wäre, unserem Ritual nüchtern beizuwohnen. Was den Ziegenbock betrifft, es war die gottgegebene Pflicht der Löwin, ihn zur Ruine zu bringen. Okay. Interessant. Die sind eigentlich ganz lustig, die Fälle. Die Waldruine, genau. Ich hab's mir schon fast gedacht.